Schluss mit zu hohen Steuern. Leverkusen will als erste Großstadt in Nordrhein-Westfalen die Gewerbesteuer senken. Wir haben über dieses Thema bereits in unserer Sendung berichtet. Für eine Stadt wie Duisburg ist das aber ein Problem, denn die Gewerbesteuer ist eine wichtige Einnahmequelle. Geld, das unsere hochverschuldete Stadt gut gebrauchen kann. Deshalb setzt Duisburg jetzt ein Zeichen gegen die Gewerbesteuersenkung. Schlaglöcher auf Duisburger Straßen flicken, den öffentlichen Nahverkehr stärken, in Kitas und Schulen investieren. Die Liste möglicher Finanzausgaben in Duisburg ist lang und die Steuereinnahmen in der allgemein finanzschwachen Kommune so hoch wie noch nie. 2019 wird Duisburg laut der Steuerertragsprognose der Verwaltung Einnahmen in Höhe von rund 598 Millionen Euro erzielen. Und ein beachtlicher Anteil des Geldes macht die Gewerbesteuer mit rund 239 Millionen Euro aus. Diese ist somit eine der wichtigsten kommunalen Einnahmequellen. Verständlich, dass man dann Unternehmen in der Stadt und damit weiter sprudelnde Kassen haben will. Denn verlagern Unternehmen ihren Firmensitz, geht auch das Geld verloren. Und andere Städte setzen derzeit den Hebesatz der Gewerbesteuer massiv runter. Da klingeln in Duisburg die Alarmglocken. Gerade als Stärkungspaktkommune sind Investitionen für uns immer mit großen Kraftanstrengungen verbunden. Dass einige wenige Kommunen die Gewerbesteuer massiv herabsetzen, ist deshalb für uns nicht hinnehmbar, erklärt die Stadt Duisburg. Gemeinsam mit rund 30 Kommunen aus Nordrhein-Westfalen hat die Stadt Duisburg die Zonsa-Erklärung unterzeichnet. Damit wird ein deutliches Zeichen gegen Gewerbesteuerdumping gesetzt. Die Erklärung fordert auch die Neugestaltung der steuerlichen Rahmenbedingungen des Gewerbesteuergesetzes. Eine Reformierung will auch die niederrheinische IHK. Die begrüßt allerdings die angestoßene Diskussion über eine niedrigere Gewerbesteuer. Denn zu hohe Steuern würden die Wirtschaft belasten und zu sehr einschränken. Eine Steuersenkung sollte also nicht verteufelt werden. Ja, warum eine Gewerbesteuersenkung vielleicht gar nicht so schlecht für eine Stadt wie Duisburg ist, darüber wollen wir jetzt unter anderem sprechen, und zwar mit Dr. Stefan Ditzfelbinger von der IHK Duisburg-Niederrhein. Herzlich willkommen. Hallo. Ja, wir haben es gerade im Beitrag gehört, Leverkusen plant, ihre Gewerbesteuer drastisch zu senken. Da gab es durchaus viel Kritik, unter anderem auch von der Stadt Duisburg. Sie von der IHK sagen jetzt, Steuersenkungen sollte man grundsätzlich erstmal nicht verurteilen. Warum? Genau, wir müssen zunächst uns mal klar machen, die Unternehmen in Deutschland zahlen mit die höchsten Steuern überhaupt im internationalen Vergleich. Das heißt, unsere Unternehmen sind besonders belastet und es ist natürlich schwierig, wenn sie im Wettbewerb stehen mit Unternehmen etwa in den USA, aber auch in Europa. Und deswegen ist die Unternehmenssteuer eine entscheidende Größe und die Kommunen haben daran einen entscheidenden Anteil, nämlich durch die Gewerbesteuer. Und die Unternehmen sind von der Gewerbesteuer erheblich belastet und das ist für sie ein sehr, sehr sensibles Thema. Insofern ist jede Kommune gut beraten, das gut zu betrachten. Und insofern ist die aktuelle Diskussion sehr wichtig, dass man das mal auf die Tagesordnung bringt. Aber da muss ich jetzt natürlich mal nachfragen, wenn jetzt Städte die Gewerbesteuer senken, dann ist das für Duisburg ja erstmal schwierig, weil man dadurch ja vielleicht nicht Unternehmen halten oder sogar anlocken kann, oder? Man muss sich fragen, warum senken andere Kommunen wie jetzt die Stadt Leverkusen die Gewerbesteuer. Das machen sie, um neue Unternehmen anzulocken, anzusiedeln mit günstigen Kosten oder dafür zu sorgen, dass die anwesenden Unternehmen dort investieren. Und das ist genau der Wettbewerb zwischen den Kommunen, der ja auch gewollt ist, dass sich jede Kommune anstrengen muss, für ihre Unternehmen attraktiv zu sein. Es ist klar, dass die Unternehmen am Standort jeweils etwas bezahlen sollen. Bloß wie viel das ist, das muss man sich genau überlegen. Und Duisburg ist am oberen Ende, belastet die Unternehmen besonders. Und das ist mehr als schmerzlich, ist ein Wettbewerbsnachteil, den wir hier haben. Mhm. Und da muss man vorsichtig sein. Das können wir uns als Bürger auch vorstellen. Mhm. Wir würden uns auch ärgern und mehr als das, wir würden uns überlegen, was eine Kommune bietet, wenn wir an einem Standort als Bürger höhere Steuern als in der Nachbarstadt zahlen müssten. Das heißt, eine geringe Gewerbesteuer kann auch Vorteile haben für eine Stadt. Klar. Das ist die Chance, die man hat. Wenn eine Stadt, eine Kommune die Gewerbesteuer senkt, hat sie die Chance, neue Unternehmen mehr Ertrag anzulocken oder zu generieren. Und in Summe kann die Summe der Gewerbesteuern dadurch sogar steigern und angehoben werden. Mhm. Das muss man sich genau angucken. Aber jetzt einfach zu sagen, die Kommunen, die sich anstrengen, die machen etwas falsch und die zu beschimpfen, das finde ich nicht in Ordnung.
Ja, jetzt nehmen wir mal Duisburg als Beispiel. Eine Stadt mit einer relativ hohen Gewerbesteuer. Sie haben es gerade schon gesagt. Was bedeutet das für Unternehmen eigentlich, die hier in der Region angesiedelt sind, wenn eine Stadt eine hohe Gewerbesteuer hat? Was bedeutet das für Unternehmen? Zunächst muss man sagen, Unternehmen sind ja auch darauf angewiesen, in einer Stadt, dass sie eine ordentliche Infrastruktur haben. Gute Straßen, gute Schulen und insgesamt eine Stadt, die in Ordnung ist. Dafür sind die Unternehmen auch bereit zu bezahlen. Wenn das aber überproportional viel wird, im Vergleich zur Nachbarkommune, dann wird es schwierig, das zu erklären, weil es geht dieses Geld, die Gewerbesteuern, vom Ertrag des Unternehmens ab und es fehlt das Geld zu investieren und sich im Wettbewerb mit anderen Unternehmen zu behaupten. Das müssen ja Unternehmen tun, die etwa in der Nachbarstadt sitzen. Man muss aber für Duisburg auch anerkennen, natürlich, dass Duisburg in keiner einfachen Lage ist. Das heißt, Duisburg muss sich anstrengen. Ich komme gleich dazu, das tut es auch. Aber wir haben hohe Soziallasten hier am Standort. Wir sind Stärkungspaktkommune, das heißt immer noch auch unter der Begleitung der Bezirksregierung. Und insofern ist es eine Herausforderung, auch die Wirtschaftskraft zu stärken. Und insofern ist es gut, dass sich da Duisburg auf den Weg gemacht hat, hier für mehr Arbeitsplätze, für mehr Investitionen zu sorgen. Mhm. Gemeinsam mit dem Unternehmerverband der IHK und der Stadt haben wir den Masterplan Wirtschaft hier entwickelt, um einfach zu schauen, wie bringen wir Duisburg wieder nach vorne. Mhm. Aber das Thema Gewerbesteuer bleibt ein sensibles, deswegen ist die Politik in Duisburg schon aufgefordert, drauf zu gucken und nicht einfach zu sagen, die es günstiger machen, sind zu verurteilen. Sie sagen es gerade, es ist ein sensibles Thema. Kritik gab es unter anderem hier vor Ort von den Linken hier in Duisburg, die Kritik geäußert haben. Vor ein paar Wochen war zum Beispiel die Ratsfraktionsvorsitzende der Linken bei uns, Martina Amann-Hilberath. Und ja, was sie zur Senkung der Gewerbesteuer gesagt hat, darauf schauen wir jetzt mal. Wir finden das insofern sehr unsolidarisch, weil wir haben ja diesen hohen Gewerbesteuersatz nicht deshalb, weil wir Spaß daran haben, Unternehmer zu ärgern, sondern damals haben wir auch deshalb dieser Anhebung zugestimmt, weil im Rahmen des Nothaushaltes und des Haushaltssanierungsplanes über 100 Sozialmaßnahmen auf der Kippe standen. Es gab so Kürzungen im Bereich der Kultur, im Bereich der Soziales, im Bereich der Jugendhilfe, wo wir gesagt haben, es gibt ja nur zwei Möglichkeiten für eine Kommune, Geld einzunehmen. Das ist die Grundsteuer B und die Gewerbesteuer. Ja, wir haben es gerade gehört. Es gibt zwei Wege, Geld einzunehmen. Das ist einmal A, die Grundsteuer, B, die Gewerbesteuer. Jetzt ist gerade Duisburg eine Stadt, die natürlich hoch verschuldet ist. Und eine hohe Gewerbesteuer ist natürlich auch erstmal eine wichtige Einnahmequelle. In Anbetracht dessen, dann hätte eine geringere Gewerbesteuer doch viel mehr Nachteile als Vorteile für eine Stadt wie Duisburg, oder? Es ist folgendermaßen, wir haben einen Gewerbesteuerhebesatz und der ist in Duisburg sehr hoch. Es kann durchaus sein, wenn man den Gewerbesteuerhebesatz senkt, dass man mehr Einnahmen auf mittlere Sicht, jedenfalls dadurch generiert, dass mehr Unternehmen sich am Standort ansiedeln. Das ist ja genau der Grund, warum das andere Kommunen machen, nicht weil sie weniger Gewerbesteuer wollen, sondern weil sie sich davon versprechen, dass mehr Unternehmen sich ansiedeln und sie in Summe eine höhere Gewerbesteuer generieren können. Mhm. Also das ist genau letztlich eine Preisfestsetzung, den eine Kommune trifft und treffen muss, wie teuer ist es für ein Unternehmen bei uns am Standort zu agieren. Und das ist ein sensibles Thema, auch für einen Kämmerer nicht leicht. Aber man muss schon vorsichtig sein, wenn man am oberen Ende der Skala ist, dann ist der Preis möglicherweise zu teuer. Ja, rund 30 Kommunen, unter anderem die Stadt Duisburg, haben inzwischen die Zonser Erklärung unterschrieben, die sich gegen eine starke Gewerbesteuerreduzierung richten soll. So eine Erklärung, trägt das Früchte? Kann das Erfolg haben, Ihre Einschätzung? Man muss ja erst mal überlegen, was soll die Erklärung? Das ist ja so wie bei einem Wettlauf, wo sich alle anstrengen müssen und die nicht gewinnen oder die hinten dranhängen, die beschimpfen sozusagen die Gewinner. Das finde ich nicht ganz fair. Man sieht, dass Kommunen sich auf den Weg machen, zu überlegen, wie können wir es besser machen, wie können wir auch die Kosten senken. Eine Kommune hat ja nicht nur Einnahmen, sondern sie hat auch Ausgaben, die man sich kritisch angucken muss. Und das ist so ein, finde ich, etwas schlechter Verlierer zu sagen, die sich anstrengen, die beschimpfen wir auch noch, das finde ich nicht okay. Vielmehr sollten sich die Kommunen selber ins Zeug legen und schauen, wie können sie selber vielleicht ihre Gewerbesteuer nach unten reduzieren, also anpassen, senken. Weil das kann oft schon psychologische Wirkung haben, wenn eine Stadt sagt, wir senken die Gewerbesteuer, den Gewerbesteuerhebesatz,
ein paar Punkte, dann erkennen die Unternehmen, der Wille ist da, sie auch zu entlasten. Und das brauchen wir hier auch in Duisburg. Ja. Wenn wir noch einen kurzen Blick in die Glaskugel wagen, Ihre Einschätzung, wie hoch sind die Chancen, dass Duisburg irgendwann mitmischt und auch die Gewerbesteuer senken wird? Das Thema muss jedenfalls auf die Tagesordnung, weil wenn es im Umfeld passiert und dieser Wettbewerb unter den Kommunen ist ja gewollt, das ist ja auch eine Chance, dann wird sich Duisburg auch überlegen müssen, welche Möglichkeiten sie als Stadt hat, bei allen Herausforderungen, die Stadt natürlich auch hat. Aber die Debatte muss geführt werden. Wir werden weiter dranbleiben für unsere Unternehmen, die auch gerne hier wirtschaften wollen. Aber es muss dann von den Rahmenbedingungen auch immer gut passen. Wir sind gespannt, was auf uns zukommt. Vielen, vielen Dank für Ihre Einschätzung, dass Sie heute bei uns waren. Dankeschön. Vielen Dank.